SWR 2 Hörspiel. Die Geschichte eines Vampirs ist die Geschichte der Umstände seiner Bisse. Fast hätte dieser Vampir uns beide gebissen, nicht nur meinen Ehemann Theodor. So aber bin ich heute allein und erzähle von meiner Wunde, die nicht verheilt. Diese Geschichte beginnt so. Gerichtsgefängnis Hannover, 15. April 1925. Morgengrauen. Fritz Hamann wird von mehreren Wachtmeistern auf seine Hinrichtung im Gefängnishof vorbereitet. Verrückt gemacht haben sie mich, die Jungs. Regelrecht verrückt gemacht, Herr Wachtmeister. Da konnte ich gar nicht anders. Das ging gar nicht anders. Haben mich richtig in einen Rausch hineingebracht, die Jungs. Ich stand immer ganz wie hilflos neben mir. Die haben ihr Spiel mit mir gespielt, kamen an und zogen mich auf. Keine Gegenwehr möglich. Glauben Sie mir, sowas wie Ruhe bewahren, das ging nicht. Ist es in mir aufgewallt, regelrecht. Und dann lagen sie reglos auf dem Bett, die Jungs. Vampir Hamann. Hörspiel von Jan Decker. Erster Teil. Abenddämmerung. Hannover. 16. Februar 1883. Ich, Ada, Tochter eines Angestellten der städtischen Lagerbierbrauerei, werde in Hannover geboren. 31. Dezember 1908. Theodor, ein hannoverscher Ärztesohn, 11 Jahre älter, und ich lernen uns in einer rauschenden Silvesternacht kennen. In der Abenddämmerung des Neujahrstages küssen wir uns zum ersten Mal. 3 Jahre später heiraten wir. 8. Februar 1913. An Theodors Geburtstag wird unsere Tochter Ruth geboren. In diesem Paradies jeder Mittelmäßigkeit, Hannover, richten wir uns ein. Ich werde 1919 erste Geschäftsführerin der Volkshochschule, Theodor 1922 Professor für Philosophie. Bis er uns aus Hannover vertreibt. Der Vampir. Brüllte, Junge! Wache wieder auf! Doch sie lagen blass, mausetot bei mir auf dem Bett. Da hatte ich den Salat, Herr Wachtmeister. Was nun? Ja, da musst du mal Ruhe bewahren, Hamann. Das ist nicht so, habe ich mir gesagt. Fritz, habe ich mir gesagt, weg müssen sie. Können nicht länger bei mir rumlungern, sich den Rücken in meiner Bude flach liegen. Auch schnell zu riechen an, glauben Sie gar nicht. Also habe ich die genommen und klein gemacht. Hatte den Fleischern immer kräftig über die Schultern geschaut. War nun mein Vorteil. Und allen in der Altstadt das Fleisch gebracht. Rinderfleisch, Schweinefleisch, Pferdefleisch. 4. Dezember 1924. Ich erfahre aus der Zeitung von Theodors Buch. Villa des Ehepaars Lessing, Anderten bei Hannover. 4. Dezember 1924. Unsere Leinestadt fasst 450.000 Menschen, doch hört man national nur wenig von ihr. In diesem Jahr machten lediglich 3 Hannoveraner Schlagzeilen. Der pensionierte Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, der Knabenmörder Fritz Hamann und der Philosoph Theodor Lessing. Der Professor für Philosophie an der Technischen Hochschule Hannover will nämlich den heute beginnenden Hamann-Prozess von der Pressebank aus verfolgen. Er plant ein Buch über den Schlächter von Hannover. Vorwort. Kein Baum und kein Wald rauscht durch diese Geschichte. Keine Blume und kein Stern blicken tröstend hinein. Es handelt sich um das hoffnungslos dunkle Gemälde einer von allen Naturgöttern ausgestoßenen Höhlenmenschheit, welcher auch das Beglückendste, das im Kosmos waltet, die schöpferische Liebesmacht der Natur, zu Verbrechen und Krankheit missraten ist. 5. Dezember 1924. Ich frage Theodor nach diesem Buch, von dem ich nichts halte, weil ein Philosoph jemanden wie Hamann nicht mit seiner Aufmerksamkeit adeln sollte. Außerdem bin ich die Journalistin von uns beiden. Meine Artikel zum Frauenwahlrecht, das es seit 6 Jahren gibt, sind etwas anderes als ein Sachbuch über einen Massenmörder. Natürlich komme ich gegen den Sturkopf Theodor nicht an. Bis 1866 war Hannover ein grün umbuschtes Idyll mit kaum 70.000 Einwohnern. Aber in der sogenannten Gründerzeit hielt die Industrie gewaltig Einzug. Wahres Höllenchaos setzte ein, als das preußische Machtreich im Weltkrieg zerbrach.
In dieser Inflationszeit begann die Bedeutung Hannovers als eines internationalen Durchgangs- und Schiebermarktes. Vor allem im Bahnhof und auf den ihn umgebenden Plätzen erhob sich ein Gauner- und Prostituiertenmarkt ohnegleichen. Hier versammelten sich allnächtlich in den Wartesälen viele Arbeitslose, Hungrige und Entgleiste. Das Hauptzentrum alles Luder- und Lasterlebens war aber eine Straße namens Rote Reihe. Eine Gruppe einander kaum noch stützender morscher Häuser. In Verschlägen, nur durch dünne Tapetenwände voneinander abgetrennt, hausten in Deutschlands Elendszeit hier die Ärmsten der Armen. In den zahllosen Hinterhöfen wurden heiße Sachen gedreht und wimmelte die Unzahl der Gassendirnen und ihrer Zuhälter. Dort wohnte Hamann. Kannte, was man da machen muss, um die Körper klein zu kriegen. Alter Schlachter, das hat mich nicht so viel Mühe gekostet an sich. Und nachher war es fast leicht, die Jungs zu zerlegen. Und war doch eine elendige Arbeit. War stets die halbe Nacht daran, die klein zu machen. Die haben nachgeblutet, mir die ganze Wohnung voll gemacht. Der Hans hat mir nie dabei geholfen, war sich zu fein dafür. Die Drecksarbeit durfte der Hamann alleine machen. Aber sich vorher mit ihnen verlustieren, das konnte der Hans. Ein Aufschneider vor dem Herrn ist er. Ein Possierer. Aber da stand ich plötzlich ohne ihn. 6. Dezember 1924. Theodor will herausgefunden haben, dass Hamanns Mordgeständnis von der Polizei gewaltsam erpresst wurde. Hamann habe ihm das im Gerichtssaal zugeflüstert. Herr Professor, es war wirklich so. Ich drehe im Innenhof meine Runden. Da nageln die Bretter in die Ecken meiner Zelle. Stellen Totenschädel drauf mit rotem Papier in den Augenhöhlen und Kerzen dahinter. Ketten mich an. Zeigen immer wieder auf die Schädel hoch und werfen mir einen Sack vor die Füße, angeblich mit den Knochen meiner Opfer. Schlagen mich. Und ich gestehe die ersten zwei Morde. Ich mache mir Sorgen um Theodor. Er stellt sich Hamann seitdem in den Minuten vor seiner Hinrichtung vor. Sinnlos ermordet. Manchmal auch als Sprecher einer Rundfunksendung, die nur er in seinem Kopf höre. Achtung, Achtung, hier spricht der Rundfunk. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen hier auf drahtlos-telefonischem Wege Mitteilung von den betrüblichen Äußerungen des Professors Theodor Lessing zum Hamann-Prozess. Kaum jemals ist ein bedeutender Prozess unfähiger, kleinlicher und törichter geführt worden. Das tippt der Schmutzfink tatsächlich gerade in seine Schreibmaschine ein. Was für eine unerhörte Beleidigung des Gerichts, dass sie doch eigentlich nur dem Henker zuführen soll. Was weiß man von diesem feinen Herrn Lessing überhaupt? Nun, sein Vater war ein bekannter Judenarzt in Hannover. Uns in der Roten Reihe behandelte er immer gratis und bekam dafür vom einen ein paar Eier, vom anderen etwas Fleisch geschenkt. Aber vom Generalfeldmarschall von Hindenburg verlangte er bei seinen Behandlungen immer Geld, nicht wahr? Vor uns steht eine keineswegs unsympathische Erscheinung. Äußerlich betrachtet ein schlichter Mann aus dem Volk. Freundlich blickend und gefällig, zuvorkommend, auffallend gepflegt. Er ist ein Stück Natur, ohne Logik und ohne Moral, aber auch ohne logische und moralische Heuchelei. Im Alter von 16 Jahren zeigen sich erste Anzeichen von geistiger Störung in Form von Bewusstseinstrübungen. Von da ab setzen ein jene fortwährenden Sittlichkeitsdelikte an kleinen und größeren Kindern, die durch das ganze Leben Hamanns hindurchgehen. Der Werwolf wird nach einer Reihe von Irrenhausaufenthalten schließlich auf die menschliche Gesellschaft losgelassen. Die ersten Leichenfunde. Am 17. Mai 1924 fanden Kinder, die nahe dem Schloss Herrenhausen spielten, im Wasser einen Menschenschädel. Am 29. Mai wurde mitten in der Stadt ein feiner Jünglingsschädel angespült. Am 13. Juni klagten die augenlosen Höhlen zweier neuer Schädel zum Licht. Es handelte sich um Köpfe junger Menschen im Alter von 11 bis 20 Jahren, die mit einem scharfen Instrument vom Rumpf getrennt worden waren. Im Volk herrschte das gruselige Gerede, in Fleischerläden der Vororte werde Menschenfleisch feilgeboten.
Am 23. Juni wurde Fritz Hamann, den man wegen seiner vielen Sittlichkeitsdelikte rasch zum Kreis der Verdächtigen zählte, verhaftet. Bald stellte sich heraus, dass wirklich er all diese Kinder umgebracht und ihre Leichenteile in Gewässern entsorgt hatte, weil sie dort weniger auffielen. Dass aber niemand die Spur eines dieser vermissten Kinder auffand, von denen jetzt nur noch Knochen übrig waren und ihre Kleider, die sich sogar meistens noch im Umfeld des Hamann befanden, das war der zweite Skandal bei diesem Mordherd. 3 Tage lang lasse ich meinen Ehemann unbehelligt zum Prozess gehen. Dann fordere ich eine Aussprache. Villa des Ehepaars Lessing, Anderten bei Hannover, 9. Dezember 1924. Stark bewölkt, 5 Grad Celsius, typisch Hannover. Ich gehe mit dem schwarzen Paletot zum Prozess. Wo ist der Mantel? Warum, Theodor? Ich hatte eine Erscheinung wie Hamann kommen sehen. Aber nicht mit so einer Monstrosität. Die stumpfe Gleichgültigkeit der Hannoveraner gegen den Geist ist sein Nährboden. Doch etwas kam bei ihm dazu. Pass auf, die Presse schießt sich schon auf dich ein. Wir sind nach Anderten rausgezogen, weil die Anfeindungen gegen dich in der Stadt zu stark wurden. Hast du das vergessen? Ach ja. Meine reizende Geburtsstadt ist nicht nur die fahlste aller Menschensiedlungen, sondern wie jede deutsche Stadt gegen Juden. Na und? Warum? Ja, vielleicht konnte Hamann in einer amorphen Großstadt wie Hannover, die zugleich Provinz ist, besonders gut gedeihen. Diese Affäre spielt in Häusern, die von Hunderten eng zusammengepferchter Menschen bewohnt werden. Ada, willst du nicht auch das Massenelend der roten Reihe beseitigen? Mich bei meiner sozialdemokratischen Seele packen? Als Ehefrau eines hannoverschen Juden? Mit einem Buch über Hamann? Nein. Habe Fenster und Türen mit Stoff zugehangen. Erstmal das Grobzeug abgetrennt. Arme, Beine, Kopf, den Rumpf aufgeschnitten und das Ganze, was innen war, in die Eimer gemacht. Das war kein Spaß, Herr Wachtmeister. Eine Mordsarbeit. Und schließlich habe ich den Kopf, der so lose lag, in ein Tuch gewickelt und drauf mit dem Klöppel. Immer drauf mit dem Klöppel. Das Gehirn habe ich mit zu den Eimern gemacht. Schwamm wie eine große Nuss darin. Furchtbar. Wenn man bedenkt, dass die Jungs mit dem Ding gedacht haben müssen. Den Rest von den Schädeln, kleine Knochen, habe ich mir in die Taschen gesteckt und beim Spaziergang in der Eilenriede so nach und nach aus der Tasche fallen lassen, da wo es moorig ist. Mit der Hacke vom Schuh nachgetreten, dass die kleinen Knochen im Grund verschwanden. 2. Teil. Der Vampir. 13. Dezember 1924. Theodor kommt wie jeden Tag schweigend vom Prozess heim. Er geht in sein Arbeitszimmer, verriegelt die Tür. Danach hallt es in der ganzen Villa. Die Anschläge seiner Schreibmaschine klingen wie Pistolenschüsse. Erst einige Tage später erfahre ich, dass er sich in der Abenddämmerung des heutigen Tages mit dem Generalfeldmarschall in Ruhestand Paul von Hindenburg getroffen hat, nach Hamann, der berühmteste Bewohner Hannovers, um eine Begnadigung des Monsters zu erwirken. Hamanns Hauptquartier wurde bald die große Vorhalle des Hauptbahnhofs in Hannover. Er durchforschte Nacht um Nacht die Wartesäle des Bahnhofs, die er dank eines Polizeiausweises betreten konnte, obwohl diese sonst nur von Reisenden, die eine Fahrkarte vorwiesen, zur Nachtzeit besucht werden durften. Er machte sich an durchreisende oder sich umhertreibende junge Menschen heran, durchmusterte ihre Personalausweise, befragte sie nach dem Ziel der Reise. Manchen bot er seine warme Stube für die Nacht an. Sie überlebten dies nicht. Hamann wurde von der Polizei in den Jahren 1918 bis 1924 beständig zu Spitzeldiensten herangezogen und erwies sich in vielen schwierigen Fällen als sehr verwendbar und nützlich. Darum sah niemand richtig hin. In manchen Nächten brannte dann ein gedämpftes Gaslicht in Hamanns Zimmer. Alles war dicht verhängt, sogar das Schlüsselloch war verstopft, und man hörte bis zum frühen Morgen dumpfes Hämmern, Klopfen und Sägen, als wenn in dem Raum Knochen gehackt oder Fleisch bereitet wurde. Da die bei Hamann einströmenden Jungen manchmal Geflügel, Kaninchen oder eingefangene Hunde brachten, so hatte man aus diesen Geräuschen lange kein Arg. Hier also wurden mindestens 27 Personen getötet und zerlegt. Es können 30, es können 40 sein. Ich weiß das nicht. Es sind auch Opfer da, die Sie nicht wissen.
Durch 1000 Blindheiten wurde sein Mordtrieb mitten in einer menschenvollen Mansardenhöhle aber nie entdeckt. Der Zigarrenhändler Klobes meldete der Polizei seinen Verdacht, dass zwar viele Jünglinge Hamanns Zimmer betraten, doch nicht mehr herauskamen. Es geschah nichts. Einer Nachbarin, der er Knochen für Sülze brachte, fiel auf: Igitt, die sehen so weiß aus. Sie verweigerte das Geschenk, tat aber sonst nichts. Einmal wurde Hamann von einem richtigen Kriminalbeamten mit einem schlanken großen Jungen nackend im Bett erwischt. 9 Monate Gefängnis, doch keine genaue Haussuchung. Damals steckte der Kopf eines ermordeten Knaben unter Zeitungspapier hinterm Ofen. Ich habe ihn später im Stöckener Friedhof verscharrt. Dörchen, eine mit ihm vertraute junge Dirne, sah im Februar 1924, als sie Hamanns Stube für ihre Zwecke übernehmen wollte, einen jungen Mann im Bett mit halb entblößtem Oberkörper, ganz weiß. Sie erschrak zu Tode, worauf Hamann ihr einen Bären aufband. Psst, er will schlafen. Geh raus. Ach, Dörchen, riecht es hier wohl schlecht? Später fand sie in der Butzenklappe, einem unter der Treppe hineingebauten Wandschrank, eine blutige Schürze und einen großen Topf voller Fleischstücke. Weil sie die Fleischstücke zwar zur Kriminalpolizei brachte, dort aber an jenen Kommissar Müller geriet, welcher Hamann als Spitzel beschäftigte und den Inhalt des Topfs kurzerhand für Schweineschwarte erklärte, geschah wieder nichts. Man darf sich das Leben in dem Mordhaus dabei keineswegs düster vorstellen. Es war ein heiter, bewegtes Idyll. Fortwährend kamen und gingen Knaben und Jünglinge. In der Butzenklappe, dem Ort, wo die Leichen aufbewahrt wurden, standen neben den Töpfen mit Fleisch auch Naschereien, Käse, Wurst und Schokolade für die hübschen Jungen. Hamann begann in der roten Reihe auch einen ausgiebigen Fleischhandel. Das von ihm gelieferte Fleisch, darunter wohl auch das seiner Opfer, wurde nachweislich in einigen Speisewirtschaften verwendet. Bloß in einen war Hamann übrigens mit durchaus sorgender Liebe vernarrt. Den 21 Jahre jüngeren Hans Granz, mit dem er sich bei Zeiten das Zimmer teilte und der es schaffte, bei Hamanns Treiben in dem dicht bevölkerten Haus geflissentlich wegzusehen. Durch das Nachbluten der Jungs sah meine Bude aus wie beim Schlachter. Nach dem Zerlegen einen Eimer warmes Wasser. Kernseife. Und dann die ganze Nacht schrubben, bis man nichts mehr sah. Reinhalten die Bude. Und wenn das Dörchen morgens von den Herren zu mir kam und mich mit dem Putzeimer und der dreckigen Schürze sah, das stank ja auch, graute es ihr vor mir. Hat sie gesagt, Hamann, deinen Schweinekram, das will ich alles gar nicht wissen. Hab dem Dörchen dann Kaffee gemacht, in den Arm genommen und ihr gesagt, du bist doch meine beste Dörchen. Muss auch nicht alles. Stadtwald Eilenriede, Hannover, 13. Dezember 1924. Schneefall, -3 Grad Celsius, plötzlich Winter. Das launische hannoversche Wetter hält den alten Hindenburg aber nicht davon ab, ein paar Runden mit ihnen zu drehen, nicht wahr? Hamann leidet wohl an einer hebephrenen Schizophrenie, auch Jugendirre sein genannt. Eine krankhafte Veränderung des Gefühls- und Gemütslebens bei Heranwachsenden. Keine Gabe zur Selbstreflexion, jedoch auch kaum Wahnvorstellungen, nur abartiges Verhalten, das eiskalte Tier. So teilte es mir ein anerkannter Psychologe aus Wien mit, Alfred Adler. Herr Schulze hingegen, der psychiatrische Gutachter des Gerichts, kam nach 6-wöchigen Gesprächen mit Hamann zu dem erstaunlichen Urteil, dieser sei voll schuldfähig. Aber das heißt doch, mit Ihrem Adler gesprochen, wegsperren hilft nicht. Nur ausmerzen hilft. Nein. Hamann hat in einem normalen Gefängnis nichts verloren. Wandeln Sie seine Todesstrafe in die Unterbringung in einem Sanatorium um. Sie wissen, lieber Professor Lessing, ich habe unserem Spaziergang nur zugestimmt, weil ich Ihrem Vater, dem alten Judendoktor, noch etwas schulde. 30 Mark für Tabletten. Wollen Sie das Geld haben? Gnade an Hamann. Damit er nicht einer blinden Racheorgie des Rechtsstaates geopfert wird. Wenn er ermordet wird, dann lernt die Gesellschaft nichts aus diesem Fall. Er war Polizeispitzel. Sein Tod würde andere Spitzel davon abhalten, so einen blutigen Unsinn anzustellen. Außerdem, er ist ein Blutsauger, dem man einen Pfahl durch sein Herz bohren muss.
Der Volkskörper verlangt dieses Opfer, um sich vom Virus homosexueller Mordlust zu befreien. Haben Sie im Weltkrieg gedient? Lazarettarzt. Um sich vor der Front zu drücken. Ich bereue dieses Treffen. Der Sohn des Judenarztes versprüht das Gift des Individualismus. Wo Deutschland gerade den Schulterschluss aller braucht. Mit Ihnen an der Spitze? Wollen Sie nächstes Jahr tatsächlich Reichspräsident Ebert beerben? Nutzen Sie dann Ihr Recht auf Hamanns Begnadigung? Von Ihnen lasse ich mir gar nichts sagen. 16. Dezember 1924. Seit seinem Treffen mit Hindenburg ist Theodor noch niedergeschlagener. Er merkt, dass sein Kampf um Hamanns Überleben der aussichtsloseste ist, den er jemals führte. Gequält schleppt er sich zum 11. Prozesstag. Die Stimme Hamanns in seinem Kopf werde unterdessen immer lauter, sagt er. Achtung, Achtung, der Rundfunk spricht erneut. Achtung, hier ist Hannover, Gerichtsgefängnis, mit einer neuen Ausgabe von Hamanns blutiger Radiostunde. Sie hören Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg. Nach dem Ende unserer teuren Monarchie tötete dieser Mann in Hannover unbemerkt 27 junge Männer. Professor Lessing bemühte sich in einem Gespräch mit mir um Ihre Begnadigung, die Sie aber gar nicht wollen, nicht wahr? Nein, in Wahrheit möchte ich so hingeschlachtet werden wie meine Opfer. Gut so, eine löbliche Einstellung. Jawohl, Herr Generalfeldmarschall. Was würden Sie Professor Lessing an dieser Stelle gern mitgeben? Der Jude soll sich das Leben nehmen, bevor ich komme. Nein. Amen. Ruh endlich. Ruh. Ruh. In den Monaten Mai und Juni 1924 hatten sich die Leichenfunde so gemehrt, dass eine Volkspanik auszubrechen drohte. Man erinnerte sich nun endlich der vielen Anzeigen, die im Laufe der Jahre gegen Hamann eingegangen waren. Daraufhin wurde die Wohnung des Spitzels durchsucht. Man fand die Kleidungsstücke verschwundener und Blutspuren. So wurde Hamann am 23. Juni 1924 morgens ins Gefängnis eingeliefert. Aus dem gesamten Reichsgebiet strömten nun Angehörige vermisster Jugendlicher nach Hannover, um die Kleidungsstücke ihrer Kinder zu identifizieren, was in vielen Fällen gelang. Der Prozess. Das Gerichtsgebäude in Hannover hat einen etwa 150 Personen fassenden Saal. Hier begann am 4. Dezember 1924 die Verhandlung vor dem Schwurgericht. Neugierige mussten ihre Zutrittskarten nach stundenlangem Stehen erbitten. Man nahm Operngläser zum Prozess mit, um das Monster aus der Nähe sehen zu können. Am Südende des Saales thronte das Gericht unter dem Vorsitzenden Dr. Bökelmann. Es war ein Provinzgericht, ohne hervorragende Strafrechtler oder tiefblickende Seelenforscher, das die Aufgabe hatte, den für ganz Europa beunruhigenden Kriminalfall gegen den Schlächter von Hannover innerhalb von 14 Verhandlungstagen rasch zu erledigen. Ich selbst schlug dem Gericht als psychologischer Gutachter vor: Alfred Döblin, Sigmund Freud, Alfred Adler. Dr. Bökelmann lehnte das ab und entzog den Eltern der Getöteten jedes Mal das Wort, sobald sie von den Verfehlungen der Polizei sprachen. Der Ausgang? Todesstrafe war dennoch sicher, auch für Hamann. Macht's kurz. Weihnachten will ich im Himmel sein, bei Muttern. Als der Vorsitzende ihm meine Artikel aus dem Prager Tagblatt vorlas, die ich parallel zu diesem Buch schrieb, und fragte, ob sie sinngemäß richtig seien, da stritt er dies ab. Das lügt der Kerl alles! Er fügte aber leise zu mir gewandt hinzu. Nächstens wirst du noch sagen, die Leute auf der Polizei seien meine besten Freunde. Dabei zwinkerte er schlau mit den Äuglein. Die Leiche von einem Jüngling habe einfach so in seinem Zimmer gelegen, ohne Saugflecken am Hals wie seine. Ansonsten genoss Hamann die Aufmerksamkeit des Prozesses. Wenn ich einfach so gestorben wäre, keiner hätte mich gekannt. Nun aber China, Japan, die Türkei, alle kennen mich. Einen Roman will ich schreiben, da werde ich Millionär. Und ein Denkmal will ich haben, für meine Opfer und mich. Da kommen sie alle noch in 1000 Jahren und sehen sich das an. Und er genoss es, von den Taten zu berichten. Ich flehte die jungen Leute an, macht mich nur nicht immer wild. Wenn ich wild wurde, biss ich sie während des Aktes und zog mich an ihrem Adamsapfel fest. Ich hatte nicht die Absicht, sie umzubringen. Nun denn,
Ich durchbiss ihren Adamsapfel, würgte sie zugleich auch mit den Händen, woran sie zusammen starben. Nach der anstrengenden Tötung brach ich neben der Leiche zusammen und schlief eine Weile. Ich machte mir dann einen schwarzen Kaffee. Ich öffnete die Bauchhöhle mit zwei Schnitten und schaffte die Eingeweide in einen Eimer. Ich tunkte ein Tuch in das Blut, das sich in der Bauchhöhle gesammelt hatte, und tat dies so lange, bis alles Blut weg war. Dann schnitt ich die Rippen auf und drückte sie hoch, bis sie in der Schultergegend knackten. Nun konnte ich Herz, Lunge, Nieren fassen, zerschneiden und in den Eimer tun. Die Darmschlingen zerteilte ich in kleine Stücke und spülte sie durch das Klosett hinunter. Zum Schluss trennte ich die Beine ab, dann die Arme. Das Fleisch kam in die Butzenklappe. Den Kopf nahm ich mir zu allerletzt vor. Mit einem Küchenmesser skalpierte ich die Kopfhaut und schnitt sie in kleine Streifen und Würfel. Den Rest machte ich mit einem Beil klein. Freitag vor Heiligabend, der Tag der Urteilsverkündung. Es kommt, wie es kommen muss. Hamann wird zum Tode verurteilt. Theodor ist nicht im Gerichtssaal dabei. Der Richter hat ihn schon am Dienstag wegen seiner Artikel im Prager Tagblatt von der weiteren Verhandlung ausgeschlossen. Ich lese sie zum ersten Mal und verstehe nicht, warum. Villa des Ehepaars Lessing, Anderten bei Hannover, 19. Dezember 1924. Hamann, der Knabenmörder, Beginn des Prozesses in Hannover. Er will geköpft werden. In einem kleinen Zimmer neben dem Schwurgerichtssaal hat man das Bett hingestellt, auf dem so viele junge Menschen den Tod erlitten haben. Ein wahres Bettlerlager, das in der verwahrlosten Stube des alten Hauses an der Leine stand. Auf einem Tisch liegt ein Haufen verschiedener Kleidungsstücke, meist ärmliche Anzüge, einfache Schuhe, billige Krawatten. Es sind die Kleider der Opfer. Hamann versucht fortwährend dazwischen zu reden. Der Richter ersucht die Presse, möglichst schonend über die Einzelheiten der Verhandlung zu berichten. Hamann als Detektiv. Mit großer Spannung verfolgte man die Angaben des Herrn Olfermann, der seit 1922 die kriminalistische Abteilung der Detektivzentrale ehemaliger Kriminalbeamter in Hannover leitete. Er ist mit Hamann in Verbindung gekommen, als er Hilfskräfte zur Aufdeckung einer Geldfälscherbande brauchte. Nach seiner Aussage hat Hamann sich als Detektiv gut bewährt. Olfermann und Hamann hatten das amerikanische Detektivinstitut Lasso gegründet, dessen Ausweis bei Hamann nach seiner Verhaftung aufgefunden wurde. Von diesem Ausweis machte Hamann bei seinen Streifzügen im Bahnhof regen Gebrauch. Hans war der Einzige, der von den Jungs gewusst hat und wie ich mit denen verfahren bin, sie klein gekriegt habe, jeden von ihnen. Das Fleisch stand in meiner Bude in einem Wandschrank, in Eimern. So eine kleine Kammer hielt ganz gut den Gestank ab. Doch wie mir das mit der Wurst dann kam, habe ich das nachher nie lange stehen lassen, Herr Wachtmeister. Hab die immer gleich am nächsten Tag gemacht und noch ganz frisch zu den Leuten gebracht. In der Altstadt wussten alle seit jedes Hamann gutes Fleisch verkloppt. Und eine gute Wurst so billig wie keiner. Und die Wurst von den Jungs schmeckte ganz fein. Das haben mir viele gesagt. 20. Dezember 1924. Der Rauch des Prozesses legt sich. Theodor macht dasselbe wie in den Tagen seit Dienstag, als man ihm wegen angeblicher Irrtümer in seiner Berichterstattung für das Prager Tagblatt, also den weiteren Zugang zum Gerichtsgebäude, untersagte. Er geht ins Café Kröpke, hört sich um, schreibt seinen letzten Zeitungsartikel zum Fall, verkriecht sich abends in sein Arbeitszimmer, um das Buch über Hamann fertig zu tippen. Ich hole ihn nicht mehr aus dieser Welt zurück. Die Anatomen sagten vor Gericht, dass Hamann bei seinem Biss knapp über dem Kehlkopf die Halsschlagader seiner Opfer ansog und gleich einem Vampir das warme Blut eintrank. Hamann hörte dies gleichgültig an und sagte immer denselben Satz, wenn man ihm einen weiteren Mord über Indizien wie die bei ihm gefundenen Kleidungsstücke nachwies. Es wird wohl stimmen. 24. Dezember 1924. Heiligabend. Theodor will sich von den Strapazen des Schreibens erholen. Vom einzigen Elixier kosten, auf das er nicht verzichten kann. Einsamkeit. Ich fahre schon im Morgengrauen zu Verwandten nach Hameln. In 2 Tagen werde ich Theodor anrufen. Dann können wir wieder zusammenfinden.
wenn er das will. Ihre neue Herr Hamann ist mal wieder eine. Und gegessen hat die jeder. Nur die Witwe Engel brachte sie einmal zurück, weil ihr Sohn und sie am Wochenende davon das Brechen bekommen hatten. Der Hans hat die Wurst nie angerührt. Er wusste wohl, dass die Jungs da drin sind. Und das konnte er eben nicht ab. Obwohl vom Geschmack her wie eine grobe. Würzig und fett. Das war die gute Hamann-Wurst, Herr Wachtmeister. Billig und immer montags. Da sagte keiner nein. Villa des Ehepaars Lessing. Anderten bei Hannover. 26. Dezember 1924. Lessing am Apparat. Theodor, hier ist Ada. Ich bin am Bahnhof von Hannover. Ich weiß nicht, wann mir die Münzen ausgehen. Hamann lebt. Bis zur Vollstreckung seines Todesurteils werden noch Monate vergehen. Ada, verlass mich bitte niemals. Theodor, was ist los? Gestern hatte ich ein zweites Treffen mit Hindenburg. Er wollte es so. Stadtwald Eilenriede, Hannover, 25. Dezember 1924. 4 Grad Celsius, wolkenlos, beinahe Kaiserwetter, was? Sie wünschen? Ich werde antreten. Falls die nationalen Kräfte mich im zweiten Wahlgang bitten, werde ich nächstes Jahr um das Reichspräsidentenamt kämpfen. Schön für Sie. Und Ihre Artikel im Prager Tagblatt über den Fall Hamann sind dabei nicht hilfreich. Kein Wort mehr von Ihnen zu dieser ganzen Chose. Im Interesse Hannovers. Meinetwegen, wenn Sie Hamann begnadigen. Im April sind Sie vielleicht schon in Amt und Würden, das könnte reichen. Nein, kein Geschäft. Ich drohe Ihnen in aller Freundlichkeit. Der Held von Tannenberg. Sie tragen ja auch immer noch Ihre Uniform eines Feldmarschalls aus dem Weltkrieg, obwohl deren Staat gar nicht mehr existiert. Wie viele Tote haben Sie zu verantworten? In runden Zahlen ausgedrückt kostete Ihr kleiner Jagdausflug von 1914 bis 1918 ungefähr 10 Millionen Menschen das Leben. An Geld kostete jede Sekunde seiner Dauer ungefähr 6.000 deutsche Silbermark. Mit der Hälfte dieser verpulverten Kraft hätte man die Wüste Sahara in einen blühenden Garten verwandeln können. Macht. Brutale Macht. Das ist die einzige Triebgewalt der Geschichte. Ja. Auch Hamann träumte davon und nahm sich diese Macht einfach. Man wird der höllischen Ausgeburt dafür den Kopf vor die Füße legen. Und Ihnen das Professorenamt nehmen, sollten Sie weiter normalen, tüchtigen Deutschen an seinem Tod eine Mitschuld geben. Ich habe keine Angst vor Ihnen. Warum auch? Sie sind ein Massenmörder, wie Hamann. Das rufen jedenfalls die Kommunisten, wenn sie wieder einmal eine Militärparade anführen. Von deren Standpunkt aus betrachtet, haben Sie ja sogar recht. Ihr Standpunkt dagegen, Herr Professor Lessing, ist gar keiner. Hindenburg droht dir? Dann lass es. Kein Buch über Hamann. Mir gehen die Münzen aus. Komm nach Hause, Ada. Ist der ganze Spuk dann vorbei? Theodor? Wir haben Ihr Gespräch wegen ausbleibendem Münzeinwurf beendet. Frau Lessing, soll ich Sie mit einem anderen Apparat verbinden? Ein Blitzgespräch mit dem Gerichtsgefängnis Hannover oder das Operntelefon. Ich verbinde. Dritter Teil. Morgengrauen. Jenseits. 31. Dezember 1924. Wir feiern den Jahreswechsel in matter Stimmung. Ein kurzes Anstoßen, aber kein Kuss wie vor 16 Jahren, als wir uns kennenlernten. Der Dekan von Theodors Fakultät überlegt, wie er ihn von der Hochschule entfernen kann. Theodors Buch über den Vampir ist fast abgeschlossen. Rechtstechnisches. Je weiter die Verhandlungen fortschritten, umso klarer drängte sich die Überzeugung auf, dass man eine Schlange nicht richten kann, ohne zugleich den Sumpf mit vor Gericht zu stellen, daraus allein sie ihre Nahrung zog. Dies war nun vor dem Schwurgericht in Hannover nicht möglich. Niemand in dieser Stadt hatte ein unbedingtes Interesse daran, eine etwaige Mitschuld der Behörden scharf und klar ans Tageslicht zu bringen. Auch der Richter nicht, der mich wegen meiner Prozessartikel im Prager Tagblatt am 11. Verhandlungstag gewaltig anherrschte. Wir können im Gerichtssaal keinen Herrn dulden, der Psychologie treibt. Ich wurde aus dem Saal hinausgewiesen. Das Todesurteil. Nachdem die Sachverständigen ihre Gutachten dahin abgegeben hatten, dass Hamann zwar eine pathologische Persönlichkeit,
nicht aber der Verantwortungsfähigkeit bei Begehung seiner Taten beraubt gewesen sei, so begannen denn die Plädoyers. Der alte, eingekesselte Wolf, blutige Tränen vergießend, suchte zu beweisen, dass er unter günstigeren Umständen auch einen vortrefflichen Polizeihund hätte abgeben können. Es half ihm nicht. Hamann wurde in 24 Fällen 24 Mal zum Tode verurteilt. 3 Fälle konnten ihm nicht eindeutig nachgewiesen werden, da in jenen Fällen keine Teile der zerstückelten Leichen der Opfer wieder auftauchten. Hamann nahm das Urteil an. Am Abend dieses Tages wurde noch einmal Gericht gehalten. Gericht über das Gericht. Da kamen in einem kahlen Hinterzimmer, bevor sie wieder an ihre Heimstätten zurückfuhren, die Eltern der gemordeten Kinder zusammen. Bescheidene, gebeugte, tief gedemütigte Menschen. Sie hatten mich zu ihrer Versammlung gebeten, weil sie eine große Anklage gegen Gericht, Behörden, Polizei erwarteten. Ich vermochte nichts, als zum Gedächtnis für 27 Kinder, die beim ersten Ausflug in den lockenden Lebenswald dem Werwolf in den Rachen liefen, so sachlich als möglich diese Blätter hier niederzuschreiben. Das Zeug von den Eimern, die großen Knochen, das Gehirn und den Rest habe ich in Säcke gemacht und bin nachts zur Leine und habe die Säcke in den Fluss getan. Endlich war wieder klar Schiff in der Bude und keiner konnte mir was anhaben. Jeder sagte, der Herr Hamann ist ein feiner Mann. Der hat mit den verschwundenen Jungs nichts am Hut. Der arbeitet auch für die Polizei, dem können wir nichts Schlechtes nachsagen. So konnte ich 10 Jahre durch das mit den Jungs machen, ohne dass mich einer erwischte. Auch dem Hans sagte man auf den Kopf zu, Sie sind ein guter Mensch, Herr Granz. Und der Herr Hamann hat sie wie seinen Sohn bei sich aufgenommen. 2 so gute Menschen. Und wenn sie zusammen durch Hannover bummeln, machen sie richtig was her. 9. Februar 1925. Während die Gerüchte über Hindenburgs Kandidatur beim 2. Wahlgang der Reichspräsidentenwahl im April zunehmen, schickt Theodor sein Buchmanuskript ab. Ich überlege, einen Artikel über den männlichen Wahn mit seinen 3 Gesichtern zu schreiben. Den sadistischen bei Hamann, den nationalistischen bei Hindenburg und den neurotischen bei Theodor. Aber wer würde so etwas drucken? Wenn Theodor die Stimme Hamanns jetzt in seinem Kopf hört, scheint sie ihn nicht mehr zu tangieren. Achtung, Achtung! Hier ist wieder der Rundfunk aus dem Gerichtsgefängnis Hannover. Sie hören nun Hamanns blutige Radiostunde. Ich übergebe das Wort an Fritz Hamann persönlich. Warte, warte nur ein Weilchen, bald kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Hackefleisch aus dir. Aus den Augen macht er Sülze, aus dem Hintern macht er Speck, aus den Därmen macht er Würste. Und den Rest, den schmeißt er weg. Vielen Dank für diese musikalische Einlage, Herr Hamann. Erzählen Sie uns noch, als Sie damals so zum Bahnhof von Hannover spazierten, um ein neues Opfer auszuwählen. Was dachten Sie sich da? Ich kann das nicht im Rundfunk sagen. Als die Leine aufgestaut wurde zu Ostern und man mit einer Hundertschaft den ganzen Grund nach Resten absuchte, meine Säcke fand und man die Knochen zusammensetzte, die zählte und merkte, das sind die Verschwundenen, das sind über 20 von den Jungs, da ließen die uns noch außen vor. Alle sagten, ein Verrückter, der macht sowas. Unser Herr Hamann dagegen ist kein Verrückter, auch wenn er manchmal mit den Jungs in der Straße posiert. Doch nur zum Spiel, das mögen die Jungs eben. 17. Februar 1925. Der Dekan seiner Fakultät fordert den preußischen Kultusminister offiziell auf, eine Disziplinaruntersuchung gegen Theodor einzuleiten, denn er habe durch sein Verhalten als Berichterstatter im Hamann-Prozess die akademische Standesehre verletzt. 27. Februar 1925. Theodors Buch Hamann, die Geschichte eines Werwolfs, erscheint im Verlag Die Schmiede, Berlin. Nachwort. Meeren von Wolfsmenschentum und Vampirismus reichen zurück in die fernste Vorzeit der heute lebenden Völker. Liebesleben und Todessehnsucht, ja Mördertum und Zärtlichkeit spielen nicht nur bei den schönsten Geschöpfen der Natur wunderbar ineinander. Schmetterlingen und Insekten,
Auch bei Hamann hatte ich zuweilen den Eindruck, als ob er sich vom Hingerichtetwerden einen letzten Orgasmus verspreche. Rutsch, fällt das Messer runter. Wutsch, bin ich weg. Hamanns Wolfstum bei Radio und Elektrizität, der Kannibalismus in feiner Wäsche und eleganter Kleidung dürfte somit ein Merkmal sein für die Seele der abendländischen Wolfsmenschheit überhaupt. Andererseits tötete der Werwolf Hamann ebenso leicht, wie er sich die Stiefel putzte. Das Hantieren mit Leichenteilen wurde für ihn allmählich von schauerlichem Reiz. Ja, dieser nekrophile Triebmörder wollte Blut sehen. Er besaß keine anderen persönlichen Sehnsüchte. Haben wir daran keine Schuld? Doch. Denn der Mangel an Gesundheitspflege und Gemeinschaftsseele, die unsinnige Geistesverwirrung großer Menschenmassen durch Zeitungen, Halbbildung, die Armut, den Schmutz, alles das erzeugt Wolfsmenschen. Steigen wir demnach in uns selbst hinab und nehmen die Mitschuld in diesem Fall ruhig auf uns. Hannover, den 8. Februar 1925. Theodor Lessing. 15. April 1925. Trotz Theodors Bemühungen wird Hamann im Morgengrauen von der Öffentlichkeit unbemerkt im Hof des Gerichtsgefängnisses mit dem Fallbeil enthauptet. Sein Kopf wird dem Kräpelinschen Hirnforschungsinstitut in München überlassen, wo man zur eigenen Enttäuschung nicht auf Anomalien im Gehirn stößt, durch die man Verbrecher erkennen könne. Brauchte nur, meinen Dienstausweis vorzuzeigen und alles war geritzt. Kam damit nachts in den Warteraum vom Bahnhof, wo sonst keiner rein. Aber da die Jungs angesprochen, die waren auf Durchreise, schlugen sich auf der harten Bank die Nacht um die Ohren. Ausbüchse waren dabei. Einer wollte nach Argentinien, einer nach Bremerhaven zur Marine. Den habe ich meinen Ausweis gezeigt. Hier, Polizei, Hannover, hat sie zu mir eingeladen. Schlafplatz, Essen. Ist doch besser als die Pritsche. Die sieht doch hart, Junge. Die sind immer mit, Herr Wachtmeister. Die wussten schon, worauf sie sich einlassen. Verschlagen, wie sie waren, standen sie bei mir in der Bude, hatten verschüchtert Wurststulle zwischen den Fingern, als ich sie berührte. Hamanns Opfer sind... Friedel Rothe, geboren 1901, verschwand 25. September 1918. Fritz Franke, geboren 1906, verschwand 12. Februar 1923. Wilhelm Schulze, geboren 1906, verschwand 20. März 1923. Geboren 1907, verschwand 23. Hans Mai Sonnenfeld, 1923. Geboren 1904, Ernst Ehrenberg, verschwand Ende Mai geboren 1923. Verschwand Heinrich 20. Juni 1925, verschwand 24. August Paul Broniszewski, geboren 1906, Richard Graef, verschwand 24. September, Wilhelm Erdner, verschwand Ende September 1923, Hermann Wolf, verschwand 12. geboren 1908, Heinz Brinkmann, geboren 1920. Oktober, verschwand Adolf Hanapel, Oktober 1908, geboren 1908, Adolf Hennig, verschwand am Martinstag, geboren 1923, geboren 1906, verschwand 5. Januar 1924, geboren 1905, Willi Sänger, verschwand 15. Januar 1904, Hermann Speicher, verschwand 2. Februar, geboren 1908, verschwand 8. Februar 1924, Alfred Hogräfe, Hermann geboren 1907, geboren 1901, Wilhelm Apel, verschwand Robert Witzel, geboren 1906, Heinz Martin, verschwand 26. April 1909, Fritz Wittig, verschwand 9. Mai 1906, Friedrich Koch, verschwand 26. Mai 1908, verschwand 6. Mai 1907, verschwand 14. Juni 1924. 26. April 1925. Hindenburg wird im zweiten Wahlgang zum deutschen Reichspräsidenten gewählt. 22. Juni 1926. Der preußische Kultusminister beendet Theodors Lehrtätigkeit an der Technischen Hochschule Hannover wegen seiner Berichterstattung im Fall Hamann. Im Parlament findet sich nach dem Fall Hamann kein Befürworter mehr zur Abschaffung der Todesstrafe, die man geplant hatte. Auch wird die Homosexualität, anders als vorgehabt, nicht legalisiert. 31. Juli 1932. Bei der vorletzten Freien Reichstagswahl kandidiere ich für die Sozialdemokraten im Wahlkreis Südhannover. Ohne Erfolg. 30. Januar 1933. Hindenburg ernennt Adolf Hitler zum Reichskanzler.
Theodor hatte noch einen Tag vor Hindenburgs Wahl 1925 im Prager Tagblatt gewarnt, hinter einem Zero wie Hindenburg stehe immer ein künftiger Nero verborgen. Doch auch für diesen Artikel erntet er nur Schelte und Bedrohung. Villa des Ehepaars Lessing, Anderten bei Hannover. 1. März 1933. 5 Grad Celsius, wolkenlos, fast Kaiserwetter. Pack deine Koffer. Ruth bringt dich in die Tschechoslowakei. Das Thermometer lässt du hier. Ich sorge dafür, dass du bald wieder nach Hannover zurückkommst. Nach Marienbad abhauen, weil mir die SA mit Schutzhaft droht? Hindenburg hat mir damals auch gedroht. Und was passierte dann? 8. Juni 1926. Ich will meine Vorlesung abhalten. Ein spalierfarbentragender Studierender beschimpft mich auf dem Weg zum Hörsaal. Du begleitest mich durch die johlende Menge, aber kein anderer Hörer traut sich hinein. Ich muss die Vorlesung aufgeben. Dutzende Schutzpolizisten geleiten uns heimlich durch einen Seitenausgang hinaus, damit wir nicht erneut durch die Menge müssen. Doch der Anreißer dieser Bande erspäht uns und schreit: Ein Schmierfink schiebt uns die Taten eines Hamann in die Schuhe, befleckt öffentlich die Ehre Hindenburgs. Er hätte auch schreien können, Jude. Du musst los, Theodor. 14. März 1933. Nachdem Hitlers Partei bei der hannoverschen Kommunalwahl die Mehrheit der Stimmen holt, wird die Stadtverwaltung von Anhängern der Judenrepublik gesäubert. Der Stadtschulrat drängt mich als nichtjüdische Frau eines Juden dazu, mein Amt als Geschäftsführerin der Volkshochschule niederzulegen. Nachdem die SA alle Fenster unserer Villa zerschlägt und Stinkbomben in alle Räume wirft, folge ich Theodor ins Exil. Wir ziehen in eine Villa am Stadtrand und planen, in Marienbad ein Landerziehungsheim für Mädchen zu eröffnen. Achtung, der Rundfunk spricht wieder. Hermanns blutige Radiostunde geht zu Ende mit der packenden Schilderung von Professor Lessings Tod. Reichspräsident Paul von Hindenburg hat das Wort. Revolveranschlag in Marienbad. So titelten die Zeitungen am 31. August 1933, nachdem Folgendes am Vorabend geschehen war. In der Abenddämmerung lehnten zwei Männer eine Feuerwehrleiter an ein Zimmer im zweiten Geschoss der Villa Edelweiß. Sie kauerten oben auf der Leiter und warteten ab. Gegen 21 Uhr betrat Professor Lessing sein Arbeitszimmer, um einen Artikel fertig zu schreiben. Als er wenig später an den Sekretär trat, um diesen für den Postversand zu kuvertieren, fielen durchs Fenster mehrere Revolverschüsse gegen ihn. In der prunkvollen Wohnung des Schmutzfinks herrschte Stille. Doch da ein Schrei. Frau Ada Lessing stürzte ins Arbeitszimmer und fand ihren Gatten erschossen zwischen Sekretär und Schreibtisch liegend vor. Sie verständigte sofort den Arzt und stand ihrem Theodor in seinem Todeskampf bei. In der vollendeten Dunkelheit dieser Sommernacht gab sie ihm einen letzten Kuss. Professor Lessing wurde um 21.45 Uhr in bewusstlosem Zustand in das Marienbader Spital eingeliefert. Er hatte einen lebensgefährlichen Kopfschuss erlitten, der den rechten Hinterschädel durchbohrt hatte. Die Ärzte beurteilten seinen Fall als hoffnungslos. Am 31. August gegen 0.45 Uhr starb Professor Lessing. Während seiner Bestattung am 4. September beendete man in Nürnberg den Parteitag des Sieges der NSDAP mit einer rauschenden Parade. Theodor wird das erste Opfer der Nationalsozialisten in der Tschechoslowakei. Nach seiner Ermordung gelingt mir kurz vor dem Einmarsch der Wehrmacht die Flucht nach Wales, wo ich in einem Kinderheim arbeite. In Nazi-Deutschland kursiert derweil ein politischer Witz. Denn Hamann war nicht der einzige Mörder und Kannibale, der 1924 überführt wurde. Es gab auch Karl Denke in Schlesien, der mindestens 30 Menschen getötet, ihr Fleisch verarbeitet, gegessen und anderen angeboten hatte. Adolf Hitler wird gefragt, wen er zu den schlimmsten Massenmördern zähle. Hitlers Antwort: Ich denke Hamann. So entgehe ich dem Biss des großen Vampirs Hitler.
1946 kehre ich nach Hannover zurück, wo mich der niedersächsische Kultusminister Adolf Grimme im Rahmen der Re-Education der britischen Besatzer mit dem Aufbau und der Leitung des Lehrerfortbildungsheims Schloss Schwöbber bei Hameln beauftragt. Nach meinem Tod 1953 leitet unsere Tochter Ruth das Heim, das man 1970 auflöst. Heute befindet sich ein Fünf-Sterne-Hotel in dem Schloss. Die Geschichte eines Vampirs ist die Geschichte der Umstände seiner Bisse, habe ich gesagt. Diese Geschichte endet hier. Aber die Wunden der Überlebenden eines Vampirs bleiben als Narben für die Zukunft zurück. Manche ergaben sich gleich. War das erste Mal für die kleinen Ärsche und die schrie, wurde immer heißer. Saugte mich an denen fest. Das überkam mich halt so hoch in mir, dass kein Halten mehr war. Konnte einfach nicht wegschauen. Damit haben die Jungs küsste sich und endlich habe ich ihnen den Sack und so ab in die Leine. Beim Hans wusste das nie passiert. Das würden die wohl mit mir. Unser guter Herr Hamann schickte sie da wütend. Nachher, Herr Wachtmeister, da hatte ich den Salat. Die Jungs denken, die, das ist dieses Monster vom Hans, der hier unter einer Decke gemeinsames Figur schlecht von ihm denken darf nicht sein, dass mich töten mag angehen. Die Schande, die ich meiner Mutter gemacht habe, wenn ich aufstehe für die Schande, wenn er mir einen von den Jungs zugeschrieben hat, hat er das nie gemocht, konnten Fritz. Wie soll das mit dir enden? Also der hat seine Bewährung verdient, Herr Wenn sie dich kriegen, musst du dran glauben. Und habe dem Herrn Richter vorgeschlagen, ich wurde in der Zuschande des Lederpanz und das Dörrchen. Hast du den Töchter Jungs und die Eltern, wenn man alle weinen und dann redig mit den Taschentüchern weg. Lass uns kann der Henker meinetwegen kommen und schnell dir wieder. Zack, wie ich das gemacht habe. Trinken und dann... Vampir Hamann, Hörspiel von Jan Decker. Es sprachen Fritz Hamann, Jens Wawocek, Theodor Lessing, Sebastian Blomberg, Ada Lessing, Friederike Ott, Paul Hindenburg, Thomas Saarbacher, Sprecherin Hede Beck, Ton und Technik Andreas Völz.